Sein politisches Wort hat Gewicht in Deutschland. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Hier ist Helge Schneider. Helge Schneider. Ja. Hallo. Wie geht's? Oh, ganz gut. Der wunderbare Helge Schneider, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Helge Schneider. So, das ist ja keine erfundene Geschichte jetzt von mir. Du hast wirklich heute angerufen, hast gesagt, ich habe das gestern Abend gesehen mit dem Herrn Ströbele. Gib das Hand frei und du wärst da nicht mit uns einer Meinung, was die Aussage da. Was, ja, finde, kann man nicht so stehen lassen. Was gefällt dir denn nicht? Ja, die Art und Weise. Ja, hast du das Lied denn mal gehört? Nö, Lied weiß ich nicht, aber. Ja, aber kannst du doch gar nicht. Die Aussage von dem, wie der das so gesagt hat, das klingt ja so positiv, als wäre das was Schönes. Und ich muss sagen, sie sollen machen, was sie wollen, ob sie das liberalisieren oder nicht oder verbieten oder so, ist mir eigentlich scheißegal. Aber das Zeug ist einfach nicht gut. Wieso das denn? Ja, ich finde das nicht gut. Ich habe selber auch genommen früher. Ja, kann ich ruhig dir sagen. Das ist auch nicht gut, ne? Nee, das ist. Macht doof. Das vergeht einem. Aber was mir nicht gefällt, ist einfach die Art und Weise. Jetzt denken doch die Kinder alle, ach, der Politiker hat gesagt, geben wir das handfrei. Jetzt ist das auch gut. Jetzt können wir Hasch kaufen von dem da vorne. Und wenn die dann. Oder Marihuana. Ja. Und wenn die das dann kaufen, geben sie ihr ganzes Taschengeld dafür aus. Und dann? Und dann sind die high. Ja. Und wenn das liberalisiert wird, dann kostet das ja nicht mehr so viel. Und dann verdienen die, wovon sollen die denn leben, die das verkaufen, die damit hier fliegen? Dann gehen die doch zum Arbeitsamt. Ach so, aber das ist der einzige Grund, oder? Es gibt viele Gründe. Einfach nur die Aussage ist einfach so, ich sehe daraus, Hanf ist gut, sehe ich aus dem Song. Ja? Ist aber nicht gut. Ja, das kommt drauf an. Ja, für eine Hose, für einen Sack, alles klar. Und ich finde auch nicht schlimm, wenn sie das probieren. Ja. Ich habe auch probiert früher. Als ich 13 Jahre alt war, gebe ich zu. Bis 23 habe ich, ja, aber genau deshalb... Aus dem Grund kann ich ja sagen, dass das scheiße ist. Ah, okay. Und ich bin jetzt 47. Ja, das sagen wir ja auch nicht. Wir sagen ja nur. Ich kriege jetzt langsam keine Halluzinationen mehr nach dieser langen Zeit, nach 24 Jahren. Das ist wirklich wahr. Ja, aber schicke Frisur trotzdem immer noch. Das ist nur eine Perücke, ich kann die auch abnehmen. Ach so. Das ist überhaupt kein Problem. Ich muss dem doch auch was entgegensetzen. Ja, du hast jetzt ein Lied gesungen. Da denken die Kinder denken alle, ach, der Stefan Raab, der nimmt das auch. Nimmst du das oder nicht? Was? Hanf? Hanf. Um Himmels Willen. Ja, siehste. Da musst du auch doch noch dabei sagen, ja, dass du da nicht süchtig von bist. Ja, das habe ich doch. Das ist doch klar. Sonst würde ich ja hier nicht sitzen. Das weiß doch keiner heute mehr. Der Politiker, der da gerufen hat, nimm den Hanf weg, lass den Hanf frei. Ja. Vielleicht nimmt er das. Das glaube ich nicht. Das, nein. Weißt du doch nicht. Ja, weiß ich nicht. Weißt du doch nie, was die nehmen. Hör mal. Das ist einfach, die müssen dabei sagen, gib das Hanf ruhig frei, aber es ist schlecht. Das müssen die sagen. Ja. Ich habe nämlich ein Lied jetzt gemacht. Ich muss kontern, tut mir leid. Ja, natürlich. Ich habe ein Lied gemacht, Marihuana ist nicht gut, heißt das Lied. Ach so. Und als Alternative. Moment, die Polizei ruft gerade an. Hallo? Ja, und das hören wir nach der Werbung, höre ich gerade. Ja. Marihuana ist nicht gut. Ja. Da bin ich aber mal gespannt. Ich möchte aber gerne. Ist ein ernsthaftes Lied? Ist ein ernsthaftes Lied. Ja. Entschuldigung. Ich möchte gerne die CD-Hülle schon mal zeigen. Ach so, wann kommt denn das Lied raus? Das Lied kommt raus, weiß ich nicht. Ich habe es heute ja erst fertiggestellt.
Ach, die hast du schon fertig gemalt, ja, die CD. Wir können noch einmal gucken. Ja. Marihuana ist nicht gut. Das ja. bin ich. Es ist wahrscheinlich Schwarz-Weiß-Foto, jetzt ist farbig. Ja, ja, dann hören wir